Unsere nächste Coffee Break führt uns in den vierten Stock der Tabakfabrik Linz zu Klaus und Michaela von Fresh bzw. Das Merch. Wir sprechen mit Ihnen über die Nachhaltigkeit in der Modebranche, Ihre Idee vom Zuckerberg-Shirt und noch viele weitere spannende Sachen. Also viel Spaß und hört rein! Fresh ist ein nachhaltiges Modelabel mit Sitz in Linz in der Tabakfabrik. Der Fokus bei Fresh ist, so schlichte Designs wie möglich anzubieten und vor allem auch leistbar anbieten zu können. Genau, das ist eigentlich so der Kern der Marke. Wir arbeiten mit keine Druck, also wir arbeiten ohne Drucke und eben so ein zeitloses Design wie möglich. Bei das Merch dreht sich alles um textiles Merchandising, sprich wir machen für Unternehmen und Marken, Brands, die das Textilsourcing entwickeln für die Kunden, ganze Textilkollektionen, aber auch einfach nur schöne Hoodies, T-Shirts und was immer auch so gebraucht wird, alles nachhaltig, genau wie bei Fresh, in der EU produziert. Wir machen viele Sachen gemeinsam, aber Fokus bei mir ist Fresh und Fokus bei mir ist eher der kreative Teil von Fresh und das Merch. Ich bin für die Produkte zuständig, ich bin bei Fresh für die ganzen Designs zuständig, aber auch wie tritt die Marke nach außen auf. Alles, was irgendwie in den kreativen und Gestaltungsbereich zutrifft, bin eher ich. Genau, und ich bin so hauptverantwortlich für das Merch bzw. für den Business- und Zahlenbereich. Und wie die Michi schon gesagt hat, wir teilen uns das ganz gut auf. Und ja, wir haben das damals ein bisschen so geteilt, dass eben diese Hauptverantwortung für eine der beiden Brands eben gibt, damit wir halt schneller vorankommen, weil dadurch die Verantwortung ein bisschen klarer verteilt ist. Und ja, ich glaube, das war bis jetzt eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und so einen typischen Tagesablauf gibt es bei uns eigentlich nicht. Die Hanna hat letztens gesagt, dass eine unserer Kolleginnen hat letztens wieder gesagt, es ist so schön, wenn man da einer geht, weil wir weiß in der Früh nie, was heute noch alles so passiert. Und so ist es wirklich. Dadurch, dass wir allein mit dem klaren Team zwei Marken vertreten, gibt es jede Menge verschiedene Aufgaben. Und ja, wir sind auch sehr umtriebig und geben halt immer Gas, so gut es geht. Und da passieren halt dann auch immer lustige oder spannende Sachen. Ja, also wir halten nicht so viel von Zertifikaten. Also es ist wichtig, auf der einen Seite, wir sind sehr froh, dass es in der Textilbranche grundsätzlich Zertifizierungen gibt. Aber uns ist einfach der persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig zu unseren Produzenten, die eben hauptsächlich in Portugal sitzen, aber auch in Polen. Und es gibt für mich persönlich immer so, ja, dort wo man nicht gut hinschauen kann oder nicht gut hinkommt, da ist halt schon wichtig, dass man sich dann auf Zertifizierungen verlässt. Und dort, wo man halt Möglichkeiten hat zum Reinschauen, bin ich immer der Fan davon, wenn man sich persönlich davon überzeugt. Und ich glaube, das ist auch eine unserer Stärken, dass wir wirklich sehr gute familiäre Partnerschaften haben mit unseren Produktionspartnern. Und grundsätzlich, glaube ich, ist es überhaupt kein Problem. Man könnte die komplett globale Textilindustrie viel fairer gestalten. Es ist halt einfach nur nicht möglich, wenn jemand für 2 Euro oder 3 Euro ein T-Shirt kaufen will. Es ist immer nachhaltiger, nichts zu kaufen oder nichts zu konsumieren, als wenn man konsumiert. Unser Ansatz ist es aber trotzdem,
Sachen anzubieten, die der Umwelt jetzt nicht mehr schaden oder die einfach nicht mehr Schaden anrichten. Es gibt so viele andere Modeunternehmen, die einfach, wo es nicht okay ist, dass die Sachen verkaufen, eben wie Klaus schon gesagt hat, um 2, 3 Euro an den Endkonsumenten. Das kann sich einfach nicht ausgehen. Und solange es aber solche Angebote gibt, wird es auch schwierig, das Bewusstsein vollständig zu ändern, weil wenn es dann heißt, ja, aber dort kann ich mir das T-Shirt um 3 Euro kaufen, warum kostet es bei euch 25? Und das sind einfach so Dinge, wo es viel um Aufklärung einfach auch geht, damit wir einfach auch ein bisschen einen Bildungsauftrag haben, das, und den ganzen Prozess auch erklären. Unser Ansatz ist es schon, wenig zu verkaufen. Natürlich, unser Business funktioniert nur, wenn wir was verkaufen. Aber wir haben zum Beispiel in unserer Umkleidekabine stehen, buy less, choose well, make it last. Und uns ist es wichtig, dass die Sachen lange tragbar sind und dass die Leute das einfach über Jahre haben und so oft wie möglich waschen können und tragen können, weil dann brauchen sie sich keine neuen Sachen kaufen und das minimiert ja dann trotzdem auch den Konsum. Wir sind halt irgendwie Herzblutunternehmer. Wir machen einfach gern neue Sachen. Wir packen einfach gern an. Und die Michi muss mich da eh von Zeit zu Zeit immer ein bisschen bremsen, weil ich natürlich, ja, weil ich sehr viele Ideen habe. Und mir macht es auch Spaß, Neues zu entwickeln und Neues zu bauen. Die Wien-Kampagne ist über den Ali Malocci kommen. Der hat gesagt, ja, er möchte irgendwie was machen und hat dann auch diese konkrete Idee gehabt für das T-Shirt. Und wir waren da sehr stark einfach dabei als unterstützender Part in der Umsetzung. Und beim Zuckerberg-Shirt und anderen Dingen, die wir schon so ein bisschen probiert haben, glaube ich, da geht es immer darum, dass wir sehr viel versuchen, auch mitzukriegen, was so ein bisschen in der Welt passiert, was sich so in der Kreativszene tut. Und glaube, wenn man sich sehr viel einfach mit verschiedenen Themen befasst, dann laufen einem irgendwo die Ideen einfach ein bisschen zu. Aber per se geht es uns auch nie darum, jetzt blind irgendwie Aufmerksamkeit da zu generieren, sondern es sollte in erster Linie entweder um einen Impact gehen oder um einen Spaß. Das sind so immer so unsere Kernmotivationen. Und ganz, ganz wichtig natürlich für so eine Kampagne ist es, dass man da zu Ende denkt. Weil zum Beispiel beim Zuckerberg-Shirt haben wir sicher einiges an Kunden mitgenommen. Aber wenn ich nur mal quasi in die Zeit zurückspringen könnte, dann hätte ich quasi den selben Shop nur mal ganz, wie soll ich sagen, ganz rechtlich sauber aufgesetzt, ohne ein Foto von Mark Zuckerberg, dann und hätte ihn quasi sofort auf diese Domain geschaltet und hätte wahrscheinlich dann überhaupt keine Probleme gehabt und hätte quasi weiter das T-Shirt vertreiben können. Und deswegen, also das ist sicher ein sehr, sehr großes Learning, eines von vielen großen Learnings, weil es war eine riesengroße Kampagne. Also New York Times hat mir angeschrieben, weiß New York, wollte ein T-Shirt haben, damit es im Magazin featuren können und so. Also es sind wirklich arge Dinge passiert. Bei uns war es Gott sei Dank schon so, dass wir vor Corona schon einen laufenden Online-Shop gehabt haben und nicht erst umsatteln haben müssen, was sehr wichtig war. Wir haben nämlich, ich glaube, eine Woche vor dem ersten Lockdown die erste richtig 100% nachhaltige Kollektion, die was dann auch ich gemacht habe, gelauncht und hätten dann natürlich auch die Release-Party und so gehabt, was dann alles ausgefallen ist. Und da waren wir einfach sehr froh, dass Online-Business einfach funktioniert und auch das Bewusstsein dann trotzdem war, wir unterstützen regionale Unternehmen und kaufen vielleicht nicht bei Zalando oder About You, wo auch immer ein. Und das ist natürlich sehr wichtig. Online ist bei uns wahrscheinlich 90%. Wir verkaufen auch über die Plattform Avocado Store, wo wir besonders den Markt in Deutschland gut erreichen.
Da haben wir ziemlich viele neue Kunden einfach dazugekriegt, die mittlerweile bei uns über einen eigenen Shop bestellen, aber vorher über Avocado Store auf uns aufmerksam geworden sind. Retail an sich ist aber für uns persönlich sehr wichtig, weil du nie online so ein gutes Feedback oder einfach generell ein Feedback bekommst über die Textilien. Also die Tabakfabrik ist sicher eines meiner persönlichen Highlights, dass wir da so ein wunderschönes Büro hingestellt haben. Und dann gibt es natürlich Sachen, wenn ich jetzt weiter zurückschaue, wie dass wir im ersten Jahr 2013 ca. 1000 T-Shirts oder 1000 Produkte verkauft haben, war damals für mich ja, einfach wirklich unfassbar viel. Und dann ist weitergegangen, wie sie als Fresh aus diesem Boardsport-Label, wie die Michi zuerst gesagt hat, wirklich so ein, Basic Sustainability-Brand entwickelt hat. Ist natürlich ein ja, sehr, sehr cooles Erlebnis, sehr cooler Meilenstein. Die erste Million letztes Jahr, also die erste Million Umsatz letztes Jahr, super cool. Dann die erste Mitarbeiterin. Mit der Hanna, die Michi, war irgendwann einmal meine erste Mitarbeiterin, meine erste Kollegin, aber die ist mittlerweile Teilhaberin, ein weiterer Meilenstein in unserer gemeinsamen Geschichte. Dann so Sachen, dass wir zum Beispiel für den größten YouTube-Kanal Deutschlands das Merchandising machen dürfen, nach wie vor. Wenn einfach solche Projekte dann plötzlich von selbst ins Haus fallen, das sind halt schon richtig coole Erlebnisse. Für mich sind so die persönlichen Highlights immer, wenn wir neue Kunden gewinnen von Unternehmen, wo wir einfach sehr selbst einfach wieder dahinterstehen, sei es Sonnentor oder Macava, wo ich einfach dann selbst riesen Freude daran habe, dass wir für diese Unternehmen Merch produzieren dürfen. Das ist für mich einfach immer sehr, sehr großer, schöner Schritt. Und natürlich für mich ist jedes Mal, wenn die Pakete eintrudeln mit neuen Fresh-Teilen, ist für mich so wie Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen. Wir haben in Zukunft einige Sachen geplant, manche größere, manche kleinere Sachen. Wir werden die nächsten Monate noch gut wachsen. Wir werden sicher die ein oder andere Person noch zusätzlich zur Unterstützung bekommen, was für uns einfach sehr wichtig ist oder einfach auch sehr schön ist, dass wir das einfach mittlerweile die Möglichkeit haben, das Unterstützung zu holen. Bei Fresh ist sicher auch ein großer Fokus, dass wir die Fresh Home Kollektion ein bisschen erweitern. Wir versuchen natürlich auch in andere Läden zu sein. Das haben wir jetzt gerade in Graz schon die ersten Monate probiert, dass wir nicht nur in Linz physisch vertreten sind, sondern auch in andere Städte. Mal schauen, was da in Zukunft noch herein spaziert, welche coolen Läden. Und bei das Merch wird unsere Software, wir haben einen Online-Konfigurator, wo jeder Kunde selbst seine Textilien designen kann, ziemlich einfach mit ein paar Mausklicks. Kann er das sehr viel individualisieren. Und im Moment gibt es dieses Tool nur für T-Shirts und Hoodies. Und bis Ende des Jahres wird es aber auf unser ganzes Produktsortiment erweitert. Also ihr solltet definitiv mit dem Matthias Dietsch-Galleitner sprechen, der ein Kreativer ist und unter anderem auch das Noppen Air Musikfestival mitorganisiert. Und ihr solltet definitiv auch die Lisa Reisinger von Femitail besuchen, die ein Textilprojekt gemacht hat, wo sie Frauen das Leben ein bisschen erleichtern möchte, die Krankheit Endometriose haben.